Henning Detlef ist ein direkter Nachfahre von Prinz Albert in siebter Generation. Als er das durch Zufall bei der Familienforschung erfährt, packt ihn sein Forscherinteresse und er schreibt dieses Buch. Über die Handlung des Buches sagt der Autor: Mein Buch ist eine Biografie des Prinzen Albert, der von 1750 bis 1811 hier in Dessau und Umgebung gelebt hat. Er war ein Bruder des sehr berühmten Fürsten Franz. Allerdings ein wenig bekannter Bruder, der lange Zeit als schwarzes Schaf der Familie gesehen wurde. Sein Interesse wurde noch mehr durch einen Widerspruch geweckt. Prinz Albert hatte eine Tochter und einen Sohn, was damals sehr unüblich war, unehelich mit einer bürgerlichen Frau gezeugt. Weiterhin zu Detlef würde, wenn über Prinz Albert erzählt wird, sehr viel gesagt, doch eigentlich war er wenig über ihn bekannt. Anfangs war es schwer, nützliche Quellen zu finden, dennoch konnte er zwei ausmachen. Einerseits gibt es eine satirische Biografie des Prinzen, die von seinem letzten Sekretär verfasst wurde und mehrere hundert Seiten beinhaltet. Andererseits wären da noch die alten Briefe, die er seinen Schwestern und Cousinen, aber auch seiner Frau schrieb. Viel Recherchearbeit war nötig, um die Biografie zu fertigen. Ich habe vor 20 Jahren angefangen damit, habe das mit mal mehr, mal weniger intensiven Phasen dann betrieben, aber war in dieser Zeit bestimmt 30 bis 40 Mal hier in Dessau, in den Archiven, in Bibliotheken, auch in Detmold, wo zwei Schwestern ja gelebt haben, und an anderen Orten, um diese ganzen Informationen zusammenzusuchen. Das Buch zeigt einen anderen Blickwinkel auf Fürst Franz. Hier verkörpert Prinz Albert die Sichtweise des Außenseiters, der seinen Bruder nicht so sehr mochte, aber dennoch seine Sichtweisen teilte. Für wen dieses Buch geeignet wäre, das beschreibt Detlef so. Das Buch ist für alle Leute geeignet, die sich für diese Zeit interessieren, die sich für die Dessauer Geschichte interessieren, für die Geschichte Anhalts. Stolz darf Henning Detlef auf seine Arbeit auf jeden Fall sein, hat er doch etwas mehr Licht ins Dunkel des Prinzen Albert von Anhalt-Dessau oder umgangssprachlich Kühnschen Prinzen gebracht.